Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Guess the Rank. Und auch heute analysiere ich wieder die Replays von euch und muss erraten, welchen Rank ihr in dieser Runde, die ihr mir eingeschickt habt, hattet. Schau das Video bis zum Ende, dann erfährst du, wie du auch dein Replay einschicken kannst. Ich würde mich über einen Daumen nach oben mega freuen und ratet in den Kommentaren sehr gerne selber mit. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Spare ab jetzt sogar 6% mit dem Gutscheincode ANYART bei AOR. Hol dir dort Items, Drops, Autos sowie Blueprints. Checke nach dem Video sofort die Videobeschreibung und klicke auf den Link. Viel Spaß! So, die erste Runde hier vom Sifura. Fährt ein Octane, fährt sehr weit weg von der Kamera. Also vom Auto, finde ich. Er fährt ein bisschen langsam. Ich wollte gerade sagen, habe ich gerade Slow-Mode an oder ist das gerade wirklich so langsam? Hat sich gerade ganz komisch angefühlt. So langsam fahren kann. Ja, das war auf einmal so Slow-Motion im ersten Moment. Aber das bekomme ich auch oft in den Kommentaren gesagt. Die sagen immer, boah, das Spiel sieht aber langsam aus. Und gerade finde ich auch, das Spiel sieht langsam aus. Aber das meint man halt nur, wenn man selber nicht wirklich spielt. Der erste Eindruck vom Gameplay ist schwierig. Ja, ist niedriger angelegt auf jeden Fall. Ja, viel Double Committing da auf jeden Fall. Das Spiel wirkt noch ein bisschen langsam. Da brauchen sie noch zu viel Gehirnschmalz. Was sie da wie tun können, glaube ich. Ja, warte nochmal. Aber ist doch, glaube ich, kein Pre-Team. Ich glaube, das macht auch aus, dass die nicht wissen, wer wo steht. Das ist halt schwierig dann. Und dann braucht man auch ein bisschen länger, um zu überlegen, wie stelle ich mich wohin, wo ist mein Teammate und so. Liegen jetzt 2-0 hinten. Beide fahren drauf. Aber ja. Die anderen auch. Ja. Das ist halt vollkommen hier Gangbang. Wo ordnet man das ein? Ich würde ganz gerne meine erste Tendenz sagen. Und ich möchte jetzt mal nicht mehr so... Ja, so eine sachte... Ich möchte mal meine ehrliche Meinung präsentieren. Ich sage, das hier ist Platin 1. Ja, ich hätte sogar vielleicht... Ja, ich wollte auch zuerst Gold sagen. Ja, aber ich hab mich doch nicht überwinden können. Ja, ich würde sagen, schon Gold 3. Gold 3, sagst du? Ja, irgendwie so. Ja, verstehe ich. Wir werden nicht das ganze Gameplay angucken. Ich kann euch nur insofern sagen, die haben ein Comeback. Das sieht man ja am Replay und die werden das Spiel noch gewinnen. Von daher Props da an euch auf jeden Fall. Ich möchte trotzdem anhand wenigen Momenten versuchen, das irgendwie zu erahnen, das Gameplay, und zu sehen und zu überlegen. Also vom Gefühl her bin ich da ja ähnlich wie bei dir. Ich würde aber trotzdem Platin sagen. Weil es auch Threes ist und Premates, also keine Premates sind, ich mach da mal ein bisschen Platin 1, sag ich. Du sagst Gold 3 oder was? Ja. Kommen wir jetzt zur Auswertung von Sifura. Nekor sagte Gold 3, Dom sagte Platin 1. Und der Rang vom Sifura ist Gold 3. Nekor liegt richtig. Oh, herzlichen Glückwunsch. Gut geschätzt. Danke. Ich wollte ja auch zuerst Gold sagen, aber hast es schön gemacht. Props an dich. Erster Punkt geht da erstmal schön, an dich. Ist also schön gemacht. Schön gecallt. Oh, danke. Ja. Hast du echt top. Super. Wie war eure Meinung? Gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich mega interessieren. Und wir machen dann weiter mit dem nächsten Gameplay. Nächstes Gameplay. Neem XND. Kamera. Ui. Start. Ui. Einer fährt los. Ah, jetzt könnte ich... Oh. Ui. Okay. Oh, what? Oh, okay. Ich weiß nicht, ob ich den anderen Unrecht getan habe jetzt. Also. Ja, also, okay, die Kamera, ich sag immer wieder, an der Kamera kann man ungefähr erkennen, wie weit ein Spieler ist, gedanklich bei dem generellen Spiel Rocket League. Er hat noch nicht herausgefunden, dass es sinnvoller ist, weiter weg von der Kamera oder die Kamera weiter weg zu machen. Was nicht böse gemeint ist, man braucht halt am Anfang, habe ich auch früher so gehabt, aber er ist einfach zu nah dran, der braucht ein bisschen mehr Sichtfeld, ein bisschen mehr FOV heißt es. Aber trotzdem, das Gameplay ist halt, ich muss da Bronze sagen, es tut mir voll leid, aber... Ja, das ist halt echt schwer. Aber ich gebe ihm ein gutes Bronze 3 auf jeden Fall. Okay, ich rette und gib Silber 1. Du gibst sogar noch Silber 1?
Ja. Okay. Ja, also wie gesagt, es tut mir immer voll leid, wenn man so, ich sag jetzt mal abwertend, sagt, es ist ein Bronzespieler. Ja, aber da stimmt halt wirklich noch vieles nicht. Ich finde halt gut, dass er sich traut, ein Video hochzuladen für Guess the Rank. Das finde ich super. Ist auch schon ein bisschen älter, das Gameplay. Ich denke mal, der Spieler wird sich mittlerweile auch schon verbessert haben. Schreib gerne mal in die Kommentare, lieber NeemXND, wenn du das sehen solltest, was du aktuell für einen Rang hast. Ich glaube, du bist mittlerweile schon stärker geworden. Ja, aber am Anfang jetzt so, gerade wenn man frisch startet vielleicht, da merkt man so, da stimmt, da hat man noch nicht den Plan, wie ist der Ball, wie kommt man da irgendwie gut nach vorne, wie toucht man den Ball. Deine Einschätzung nochmal, was sagst du zum Gameplay? Ich sag Silber 1. Ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. Ja, aber da mal ein schöner Bump. Alles klar, ich bin bei Bronze 3 und du bei Silber 1. Und der zweite, der NeemXND, dort hat Nico gesagt, er ist Silber 1. Ich bin bei Bronze 3 gewesen, hab ein bisschen Angst vor dem Ergebnis. Und wir treffen uns hier bei Silber 2. Also... Oha! Okay, das tut mir dann unfassbar leid, wirklich, lieber Neem. Gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gesehen habt. Ich fand's halt, ja, vielleicht war ich ein bisschen zu vorschnell, aber das wirkte halt alles in allem noch sehr unrund. Ich habe schon Silber gesehen, weil wenn man Leute sieht, die ganz neu spielen, das sieht nochmal ein bisschen anders aus, dass sie den Ball teilweise gar nicht treffen. Ja, da hast du vielleicht recht. Vielleicht gehe ich in dieser Folge ein bisschen zu hart an die Sache ran, weil ich so ein paar Dinge auch ändern möchte von mir selber und nicht immer zu lieb sein will. Aber hast du vielleicht recht, ein bisschen mehr gucken wäre schon mal angebracht gewesen, ja. Okay, nächstes Gameplay. Letztes Gameplay vom Avenge. Octane, gute Kamera, erste Einschätzung, schöner Start vom Mitspieler. Sehr schnelles Gameplay. Ja. Ich höre das Game von den Gegnern auch gerade. Ja. Ja, da bin ich sofort in Richtung Champ. Ich weiß nur noch nicht welches. Ja, das, Also, oder? Mal hoch. Ja, Champ könnte schon sein. Aber also, mal abwarten, wie sich das noch verhält. Vielleicht hatten die einen guten Start gehabt. Ja, yeah, mal gucken. Hier steht er aber auch gut, rotiert gut rum. Nochmal ja, schön pre-jumped, macht er gut. Es hat meilenweit outplayed im Zus. Es war halt ein Genickbruch gerade. Da machst du aber auch nichts. Das ist halt schwierig. Ja, die Frage war, wo sein Mate war da. Der war auch vorne irgendwie auf einmal. Das war aber auch ein Speed-Flick am Anfang. Speed-Flip, Entschuldigung. Also, ja, die wissen, Mechanics haben sie drauf. Sieht schon mal gut aus. Schöner Pass auch da zum Teammate. Schön gesehen, weil du kommst nochmal zurück. Ja, das ist halt, das mache ich auch ganz oft, denken halt, ich nehme den Ball über den Rücken nochmal an und dann ist der Ball halt schon weg. Das ist, passiert mir auch ganz, ganz häufig, dass ich da ein bisschen blöd agiere. Ja, ich bin da auf jeden Fall im Champ-Bereich. Ich denke, wir treffen uns da eventuell bei Champ 2, 1, also ja. Boah, ich würde noch Champ 1 sagen. Also ich finde das besser als unser Gameplay, ich bin da ehrlich zu dir, also... Ja, finde ich auch, aber... Ich vergleiche halt immer mit unserem Gameplay. Aber wenn es jetzt Diamond 1 ist, habe ich halt ein Problem, so, weil dann ist es halt blöd für mich. Aber ja. Ich denke, das wird Champ 1 bis 2 sein, würde ihn aber mal ein Champ 2 geben. Einfach nur vom Gefühl her, weil für mich als Champ 1 Spieler ist es halt, die machen das schon gut und teilweise sind halt eben Moves drauf, die ich noch nicht könnte. Aber der wichtigste Aspekt ist, warum ich denke, dass es Champ ist, die Schnelligkeit. Die Mechanics sagen nicht wirklich was aus, aber die Schnelligkeit, wie das Spiel läuft, das ist super. Da schnell, aber da Double Committed, schwierig, aber trotzdem gut da gewesen. Da nochmal, ist ein wichtiges Ding, super gemacht. Also, das kannst du nicht nur mit Mechanics irgendwie schaffen, da musst du auch Spielgefühl haben. Und ich denke, das merkt man da auch, dass da einiges stimmt. Ich sag Champ 2. Oh, ich würde Champ 1 sagen. Du sagst Champ 1. Ja, ich will noch mal kurz ein bisschen noch mal. Ja, nein, nein. Ja, doch, ja, ein bisschen ja, höher. Okay, okay. Du Champ 1, ich Champ 2 und... Schöner Pass. Bin ein bisschen nervös. Wir schauen mal rein. Alles klar, dann kommen wir jetzt zum Avenge. Und da habe ich wirklich ein bisschen Angst. Wenn das nur Diamond ist, habe ich ein großes Problem. Ich habe gesagt Champ 2. Nico sagt Champ 1. Und er ist Grand Champion 3 gewesen. Oha, was?
Okay, ja gut, dann ist es okay, dass er besser ist als wir. Ja, also okay. Ich muss dazu sagen, ich bin noch nicht ganz drin in den neuen Systemen. Ich habe natürlich das Problem, dass ich Grand Champion ist für mich Grand Champion und nicht Grand Champion 1, 2, 3. Da habe ich vielleicht nicht lang genug drüber nachgedacht, da gebe ich dir recht. Vielleicht ist es, dass wir da ein bisschen zu low sind, aber Grand Champion 3 ist kurz vor SSL und habe ich irgendwie nicht so richtig gesehen oder ich habe einfach volle falsche Einschätzung gehabt. Also, ja, was man vielleicht auch noch sagen soll, ist, dass sie kein Premade waren, also keine Premades. Vielleicht war das nochmal der ausschlaggebende Punkt. Ja, kann natürlich sein. Wo die doppelt committed sind und alles sowas, ne? Ja. Also tut mir echt voll leid, vielleicht habe ich mich da einfach ein bisschen irritieren lassen von dem neuen Rank-System. Also ja, Grand Champion 3 geht vollkommen in Ordnung, wie ich jetzt finde, welches. Also das war ein super schnelles Spiel. Schneller als wir, besser als wir, habe ich ja auch gesagt, aber dann habe ich mich da vielleicht doch ein bisschen zu hoch selber auch gesetzt, vielleicht an der Stelle. Von daher, sorry, lieber Avenge, es tut mir vollkommen leid. Gerne mal, ich bin auf eure Meinung unfassbar gespannt, wirklich. Und wenn ihr auch mal einen Replay einschicken wollt, dann hört mal zu, genau so wird's getan. Wenn du auch mal bei Guess the Rank mitmachen möchtest, schau einfach in die Videobeschreibung, dort ist alles beschrieben. Aber ganz kurz, schreib mir eine E-Mail an anyartlp@gmail.com, betreff Guess the Rank. Schicke dort einfach deinen Ingame-Namen von Rocket League, dein Replay und deinen aktuellen Rang in der Runde und dann kommst du hoffentlich irgendwann dran. Aktuell ist die Warteliste ungefähr bei 50 Folgen, die noch ausstehen, also 50 Runden, die noch ausstehen werden. Also es könnte ein bisschen länger dauern. Ich werde mich trotzdem freuen über eure Einsendung. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Okay.